Willkommen beim Germanistikum, mein Name ist Jan Philipp und heute beschäftigen wir uns wieder mit Verben und Präpositionen. Wenn dir mein Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und auch die Glocke, damit du immer erfährst, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn du einmal eine private Stunde mit mir haben möchtest, schick mir bitte eine E-Mail an germanistikum@gmail.com. Verben mit Präpositionen, heute steht das Verb sich ärgern über plus Akkusativ bei mir an der Tafel. So, was bedeutet sich ärgern plus Akkusativ? Ich habe einen kleinen Beispielsatz für euch vorbereitet. Ich ärgere mich über den Stau. Ärgern ist das Verb. Wir haben sich, das heißt ein Reflexivpronomen. Wir sollten dieses Verb reflexiv verwenden. Ich ärgere wen? Mich. Dann haben wir unsere Präposition über plus Akkusativ, über wen oder was ärgere ich mich über den Stau. Was bedeutet jetzt sich ärgern über? Stellt euch vor, ihr fahrt morgens in die Arbeit, seid auf der Autobahn und auf einmal stehen alle Autos. Es ist Stau. Ihr kommt nicht vor, ihr kommt nicht zurück. Ihr schaut auf die Uhr und stellt fest, verdammt nochmal, ich werde zu spät kommen. Also sitzt ihr im Auto und denkt euch, Mann, so ein doofer Stau, das ärgert mich. Und dann ärgert ihr euch über den Stau. Ein anderes Beispiel, ihr wollt in den Urlaub fahren, denkt euch, wunderbar, es ist Sommer, ich werde den ganzen Tag schwimmen und in der Sonne liegen. Dann kommt ihr an eurem Urlaubsort an und es regnet den ganzen Tag. Dann sitzt ihr natürlich bei euch im Hotel und ärgert euch über das Wetter. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ärgern über plus Akkusativ bedeutet und wie ihr das Verb mit der Präposition verwenden könnt. Jetzt bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit.